Hallo, guten Morgen. Ja, das kennt ihr vielleicht direkt in der Dusche, oder? Da plötzlich kommen da Informationen und die möchte ich unbedingt mit euch teilen. Vor allem ist es für die Menschen, hallo, guten Morgen. Das Video wird für die Leute sein, die noch zweifeln, die einen Weg suchen, die Wahrheit suchen, die irgendwie noch die Frage haben, was muss ich denn machen, was mache ich denn falsch, wieso ist mein Leben noch nicht so, wie ich es gern haben möchte, wieso fühle ich mich nicht so, wie ich mich gern fühlen möchte. Und das ist einfach zu erklären. Ich fange mal bei einer Geschichte an, die sich heute Morgen bei mir ereignet hat, und zwar hat mich ein Freund kontaktiert und hat sich quasi für die Inspiration bedankt, die er von mir bekommen hat, und hat mir dann etwas erzählt, was er von seinem Coach erzählt bekommen hat. Ja, dass er ja in früheren Leben hatte die Aufgabe eines Priesters gehabt und irgendwann mal in einem anderen Leben die Aufgabe eines Kriegers, und da hat er sich damit auseinandergesetzt und so weiter und so fort. Und ich weiß, dass es ganz, ganz viele Meinungen gibt, dass es ganz, ganz viele Coaches gibt, die Meinungen von Meinungen vertreten. Und es gibt ganz, ganz viele Ansätze, die versuchen zu erklären, warum die Dinge bei dir, bei mir, bei uns allen so sind, wie sie sind. Und diese Erklärungen, die sind sehr, sehr interessant. Sag ich mal, es ist interessant, so eine Geschichte über dich zu hören. Es ist interessant, zu erklären, warum du so und so reagierst. Es ist interessant, eine Erklärung zu finden, warum du dich so und so fühlst und nicht anders. Diese ganzen Erklärungen, guten Morgen, Angelika, diese ganzen Erklärungen, die dich beschreiben, die dir sagen, was, wie, wo, irgendetwas bei dir nicht in Ordnung ist oder bei dir anders sein muss oder bei dir so ist, weil es ja früher so und so war und weil du so und so. Klar, wir sind alle konditioniert worden. Wenn wir jetzt in die Realität rausschauen, in das äußere Leben, eröffnet uns immer mehr, wie sehr wir doch nicht nur von unserer Familie konditioniert worden sind, sondern eben auch von Schule, von Ausbildung, von allem. Wir sind komplett konditioniert worden, ob es uns gefällt oder nicht. Wir sind komplett von unserer wahren göttlichen Essenz getrennt worden. Und warum das passiert, es gibt auch 100.000 Geschichten, es gibt 100.000 Erklärungen, warum die Dinge passiert sind. Aber wichtig ist doch, guten Morgen, Kerstin. Aber wichtig ist doch zu wissen, wo soll ich hin als Mensch? Was ist für mich als Mensch hier die Idee? Es ist doch einfach nur wichtig zu wissen, jetzt, 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 wo bin ich wirklich? Wer bin ich wirklich? Hallo, guten Morgen. Wer bin ich wirklich? Ja, wer bin ich wirklich, wenn ich nicht konditioniert bin? Wenn ich nicht irgendein Priester oder sonstiges irgendwo mal gewesen bin, irgendeine verbrannte Hexe oder sonst eine Story oder eine Story aus diesem Leben, die Tochter einer Geisteskranken, was auch immer. Wer bin ich wirklich? Leute, das ist die einzige Frage, auf die ihr euch fokussieren müsst, weil dann bekommt ihr den Zugang zu eurem Herzen, weil das Herz ist die Verbindung zu deiner Göttlichkeit, die Verbindung zu der höchsten, höchsten, höchsten Energie, die uns erschaffen hat und die uns am Leben erhält. Weil wenn da irgendeine andere Energie wäre, die uns am Leben erhält, die was mit unserem Kopf in erster Linie zu tun hat, müsste ich jeden Tag meine Aufmerksamkeit auf mein Herz lenken und ihm sagen, schlage, pumpe Blut. Aber nachdem ich das nicht tun muss, weil es für mich getan wird, kann ich ganz, ganz sicher wissen, dass hier eine geistige, energetische Kraft wirkt,
die möchte, dass ich hier in Fleisch und Knochen auf dieser Erde wandle. Und dann kann ich mich fragen, was möchte diese Kraft denn, was ich tue, was ich fühle? Was möchte diese Kraft denn, diese wirklich höchst spirituelle Liebe, intelligente Liebe, was möchte denn die, wie ich mich fühle? Was möchte denn diese Kraft, wie ich die Welt sehe, wie ich andere Menschen sehe, wie ich andere Lebewesen sehe? Das ist doch das, was mich interessiert. Es ist doch nicht interessant, irgendwelche Erklärungen für irgendetwas zu finden, das ich nicht haben möchte. Und welche Erklärung natürlich letztendlich stimmt, diese oder diese, Coach Y arbeitet mit geistigen Wesen, YZ arbeitet mit aufgestiegenen Meistern, VA arbeitet mit was auch immer noch für Vorstellungen, die es gibt. Aber wenn du Zeit sparen möchtest, dann lässt du das einfach alles mal los und findest heraus, was du bist, wer du bist, warum du hier als spirituelles Wesen in Fleisch und Knochen gelandet bist. Das ist auf jeden Fall nicht, um zu leiden. Es ist nicht, um Schmerzen zu haben. Es ist nicht, um Einschränkungen zu spüren. Es ist nicht, du bist nicht hier, damit du Angst hast. Du bist auch nicht hier, damit du unterdrückt bist, sondern du bist hier, damit du dein wahres Sein entfaltest. Und dass du das kannst, darfst du dir die Erlaubnis geben, alles loszulassen, was dir erzählt oder erklärt an Überzeugungen und Vorstellungen, dass irgendetwas mit dir nicht in Ordnung ist. Dass du irgendetwas noch nicht hast, dass du irgendetwas noch nicht kannst, dass du irgendetwas noch nicht weißt, dass du irgendetwas noch zu erledigen hast, irgendein Seelenvertrag oder was auch immer da im Wissen, spirituellen Wissen rumschwirrt. Wenn du einfach das loslässt, dann merkst du schon alleine, spürst du, nur dann spürst du, wow, da ist nichts, was mich beurteilt. Wow, es gibt eigentlich gar nichts, was mich betrifft an Meinungen, Äußerungen da außen. Wow, ich bin ja gar nie falsch gewesen. Wow, okay, das fühlt sich richtig gut an, es fühlt sich richtig frei an. Und das ist die Wahrheit. Und aus dieser Wahrheit heraus zu leben, das ist für mich die Aufgabe für uns als Menschen. Aus dieser höchsten liebenden Wahrheit, Dr. Joe Dispenza nennt es, aus der höchsten liebenden Intelligenz heraus zu leben. Aber damit du das kannst, musst du diese höchste liebende Intelligenz erstmal annehmen, kennenlernen und mit ihr eine Beziehung aufbauen. Eine Beziehung mit einer unbekannten Energie, weil diese Energie hat keine Bewertung, die hat auch keine Geschichte, die hat keine Geschichte, die ist rein, kristallklar, diese Energie, die bewertet nicht dich, die bewertet nicht dein Leben, dein voriges Leben oder sonst irgendwas, die ist auch nicht gestern, diese Energie, die ist auch nicht morgen, sondern jetzt, hier und heute für dich, allgegenwärtig permanent zur Verfügung. Und diese Energie, diese höchste Liebe, die fühlt sich einfach nur fantastisch an. Und die hat keine Bedingung. Danke fürs Herzchen. Es gibt keine Bedingung. Und das zu üben, das abzulegen, was wir bis jetzt immer gedacht haben, die Lügen zu entlarven und sie in die Wahrheit zu bringen für uns. Und zwar so lange, bis es die einzige Wahrheit ist, die wir kennen. Bis wir nicht mehr zweifeln, dass es da draußen vielleicht noch eine andere Wahrheit gäbe oder irgendetwas anderes, was mehr Recht hat als das Göttliche in uns. Und das ist
eine Übungssache, weil wir sind anders konditioniert worden. Und deswegen bringe ich auch dieses Göttliche auf den Plan, weil das ist uns kaputt gemacht worden. Es ist uns madig gemacht worden von den Kirchen, von dem Religionsunterricht. Es sind Bedingungen an das Göttliche geknüpft worden. Genau, ich kann schon wieder weinen, weil es ist so wunderschön, wenn diese Freiheit plötzlich da ist und dieser ganze Schatten und dieser Vorhang weggeht und du weißt, oh mein Gott, ich wurde von zu Hause verbannt, weil man mir gesagt hat, wenn du nach Hause willst, musst du und darfst du so nicht sein. Dabei war die Türe immer offen. Das Göttliche war immer da in seiner Wahrheit und in seiner Wirkung. Nur ich habe mich davon getrennt, weil ich Scheiße geglaubt habe, weil ich Zeug geglaubt habe. Und das sehe ich auch sehr super, dass du das so klar aussprichst. Danke, Claudia. Und es ist so wichtig, dass wir das uns klar machen, dass wir klar werden über die Wahrheit, dass wir so klar werden, dass uns keiner mehr irgendein Blödsinn aufbinden kann und uns mit irgendwelchen Bedingungen konditionieren und leiten kann. Und diese Wahrheit ist so, so wichtig für dich zu finden und aus der heraus zu leben. Und ich sage nicht, dass es leicht ist. Ich meine, ich habe die letzten, ich glaube, ich mein halbes Leben lang, seitdem ich 18 bin, habe ich die Wahrheit gesucht, ja, weil ich nicht glauben konnte, dass das so scheiße ist, alles da draußen, dass es alles so übel ist, dass ich so übel bin, dass das Leben so übel ist, dass es alles so eng ist, dass es alles so unfrei ist und diese ganzen Bewertungen und das lag so schwer auf mir und ich habe versucht, alles richtig zu machen. Vielleicht kennt ihr das auch. Und es ist immer falsch, was du machst, weil es da draußen so viele Bewertungen gibt, die so schlecht sind. Und da rauszukommen, das ist unsere Aufgabe, das ist deine Aufgabe, das ist die Aufgabe von einem jeden, wirklich hinter dieses Lügenkonstrukt zu sehen und mit einem riesengroßen Schritt sich zu befreien und in diese wahre Essenz der Liebe, der Wahrheit reinzugehen. Und das ist dieses einzige Prinzip, was für uns zählt. Das sind die einzigen Gesetze, die Gesetze der Liebe und der Wahrheit. Und was ein wichtiger Gesetz ist, dass es keine Bedingungen gibt. Und es gibt keine Bewertung. Und das möchte ich euch mit auf den Weg geben. Lasst euch von niemandem beeinflussen, der euch bewertet. Egal wie lieb es gemeint ist. Egal, wer es ist, ob es euer teuer bezahlter Coach ist, sobald du spürst, dass du in irgendein Konstrukt reingezwängt wirst, du musst ja und so geht's und so geht's und so geht's, dann steig aus. Steig aus allem aus. Steig aus deiner Beziehung aus. Ich sage nicht im Materiellen, sondern mit dem, dass es dich trifft, ja, mit dem, dass es dich beeinflusst. Lass es nicht zu, dass die Lügen, die kreiert wurden, um zu manipulieren und zu kontrollieren, dich beeinflussen. Schwebe darüber hinweg in reiner, purer Liebe. Meine Mutter und Großmutter, Liebe sei in eurem Herzen. Mein Vater und Großvater, Liebe sei in eurem Herzen. Wer auch immer. Mutter, Großmutter, Vater, whatsoever, letztendlich gibt es eh nur das Göttliche und das Göttliche produziert sich aus deiner Sichtweise heraus. Und wie du es nennst, lass dich nicht beeinflussen durch Symbole, durch Beschreibungen, sondern sehe nur die Wahrheit und diese Wahrheit mehr und mehr zu erkennen, das ist ein Job. Das ist ein Job. Vielleicht gibt es gar keine Töchter, vielleicht gibt es gar keine Söhne. Wer weiß das schon? Ist ja alles nur ein Konstrukt. Das ist ein Konstrukt aus dem menschlichen Verstand. Wir müssen nicht nach Konstrukten aus unserem menschlichen Verstand leben als göttlicher Schöpfer, der wir sind, sondern wir müssen nur aus der einzigen Wahrheit herausleben. Und das macht so, so frei. Und es ist ein Weg, sich von deinem menschlichen,
von deiner menschlichen Persönlichkeit immer mehr und mehr zu trennen, in deine Göttlichkeit reinzugehen. Und dafür bist du da. Dafür bist du da. Jeder Einzelne ist da, die Wahrheit über das Sein, über die Menschheit herauszufinden, über den Mensch an sich, was der Mensch wirklich ist. Und das Ganze ist eben Vollfülle. Das Rausfinden ist voll Freude. Das ist wie ein Kind mit Experimentierdrang, das spielerisch neue Sachen herausfindet, das sich einfach nicht beirren lässt. Und wenn wir da wieder reingehen in diese Wahrheit, dann wissen wir, dass wir dafür auf dieser Welt sind. Und Geld. Geld, wir wollen alle Geld, ja? Großes, großes Thema. Aber das Geld ist da. Das Geld ist da, aber das Geld ist genauso wie die Kirche. Es ist schmutzig gemacht worden, es ist dreckig gemacht worden, es ist mit Auflagen belegt worden, es ist mit Bedingungen belegt worden. Aber das ist nicht, dass es so sein muss. Das ist einfach mal so gemacht worden. Und ich appelliere an alle, es anders zu machen. Ich appelliere an jedem, an sich Geld zu erlauben, viel, viel Geld zu erlauben, weil es gut ist, weil Fülle göttlich ist. Und Geld ist ein Symbol für Fülle, aber rein. Geld ist Gold, genau. Nimm doch Gold. Das ist so cool. Vielleicht gehen wir jetzt alle wieder in Goldstandard. Das ist rein, das ist sauber, das ist schön, das ist. Absolut keiner ist allergisch dagegen. Es ist einfach wunder, wunderbar. Und dieses Gold ist dieses Licht. Es ist das Licht deiner Seele. Es ist das Licht deines Herzens. Es ist das Licht deiner Wahrheit. Und das, diesen Prozess zu gehen, ohne sich beirren zu lassen und ohne sich irgendetwas einreden zu lassen, das ist es. Und ich wünsche mir, dass es ganz, ganz viele Leute gehen. Und dass wir eine neue bereinigte Weltsicht schaffen, dass wir eine neue bereinigte Sicht voneinander schaffen, dass wir eine neue bereinigte Sicht schaffen, was Unternehmertum, was Business bedeutet. Und das ist meine Mission. Und ich habe selber so lange gelitten unter diesen Lügen, die ich geglaubt habe, wo ich mich versucht habe reinzupressen und es hat nie gestimmt, es hat sich nie, nie, nie gut angefühlt. Und wenn alles noch so schön war, scheinbar, hat mein Innerstes sich immer noch übel angefühlt, weil es mit üblen Auflagen belegt war, die ich nicht loslassen konnte, die mich so eingesperrt haben und die mich so krank gemacht haben, die mir so wehgetan haben, die mich so minderwertig haben fühlen lassen, die mich so ausgeliefert haben fühlen lassen. Und ich weiß genau, wie das ist. Und ich weiß, dass es niemand so haben muss. Und deswegen, glaub mir, ich hab's studiert. Und nicht an der Uni, sondern für mich. Und ich kann dir für alles die Antwort geben. Und Klarheit ist wichtig. Erkenntnis ist wichtig. Aber es ist auch gleichzeitig wichtig, dieses Ziel zu haben, ja, dieses große Ziel von dieser großartigen Welt, in dem du ein großartiger Mensch bist, weil das bist du. Das sind wir sind alle so großartige Menschen, wir sind so wunderbare, liebende Menschen. Und da reinzugehen und diese Welt zu kreieren, da möchte ich euch mitnehmen, da möchte ich euch inspirieren, weil es ist Zeit. Danke, Antje. Es ist Zeit. Und sucht ihr euch jemanden, in dem ihr im Windschatten surfen könnt. Sucht euch jemanden, der vorausgeht. Sucht euch jemanden, der diese Klarheit hat und der den Weg zeigt, dass du nicht mehr, sag ich mal, in diesen Mainstream eingezogen wirst. Insbesondere, wenn du jetzt noch um dein Überleben kämpfst als irgendwie in dieser Wirtschaft gefangene Person.
Das muss niemand machen. Wir sind alle so, so frei. Wir haben alle so, alle Ressourcen. Wir haben alle, alle Möglichkeiten. Und jetzt ist es an der Zeit, uns gegenseitig dort hinzuführen. Und echt sucht jeder sich jemanden, dem er vertraut. Und vertraue nur den Leuten, die dich nicht beurteilen. Vertraue nur den Menschen, die deine reine, wahre, wirkliche Klarheit, Reinheit, Schönheit, deine Allwissenheit, deine Göttlichkeit erkennen. Vertraue nur diesen Menschen. Vertraue niemanden, der irgendwie sagt, du musst noch und du kannst noch nicht und hier fehlt noch und das musst du noch lernen. Vertraue niemanden, der dir irgendetwas vormacht, du bist noch nicht ready, du bist noch nicht da, du musst noch das lernen. Vertraue nur denen, die dich ganz klar führen, dort, wo die Wahrheit ist, wo die Fülle ist, wo die Freiheit ist und wo die Liebe ist. Und sobald dir einer irgendeine Bedingung dranhängt und sagt, ja, das kannst du aber noch nicht und das musst du noch lernen, dann glaube diese Person nicht, weil es stimmt nicht. Und das sind Paradigmen, es sind so viele alte Paradigmen da, die diese wenn und dann, wenn dann, wenn dann, Ursache, Wirkung, nein, du bestimmst die Wirkung, du wirkst, du brauchst keine Ursache, außer nur deine eigene Entscheidung, dein freier Wille. Du bist da, du bist schon in deiner ganzen Kraft, lasse dir von nichts und niemanden nehmen. Weil ich habe so viele Leute im Lauf meines Coachings getroffen, die irgendwie beeinflusst worden sind oder in eine Ecke gedrängt worden sind oder in einen Mangel gedrängt worden sind. Und das stimmt nicht und das ist nicht richtig und das ist nicht die Wahrheit. Und erlaube niemandem, dir irgendetwas Schlechtes, nicht Genügendes, nicht Passendes über dich einzureden. Erlaube es niemanden, auch nicht im Namen der Liebe, weil die Liebe macht sowas nicht. Im Namen der Liebe gibt es keine liebende Kritik. Ja, es gibt es nicht. Es gibt einfach nur Visionen. Es gibt Klarheit, es gibt Wahrheit und die fühlt sich immer gut an. Immer, 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 immer gut. Ja? Es ist eigentlich so eine ganz leichte Regel, die du eingebaut hast. Fühlt sich's gut an, fühlt sich's aufregend an, fühlt sich's begeisternd an, fühlt sich an wie frisch verliebt. Ja. Fühlt es sich anders an wie so? Nein. Du hast den Kompass in dir. Also, vertraue deinem Kompass, gehe. Geh, geh, geh in deine Wahrheit, in dein groß, groß, großartiges Leben. Und zwar jetzt, 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 jetzt. Es gibt keinen Grund mehr, irgendwas aufzuschieben. Weil du hast alles, du bist alles, du hast alle Fähigkeiten, du hast alle Möglichkeiten. Alles ist jetzt und hier schon da. Nur dein logischer, menschlicher Verstand erzählt dir Bullshit. Und diesen Prozess anzutreten, diesen Bullshit zu entlarven, ist möglich alleine, ist aber einfacher, wenn dir einer immer wieder die Wahrheit sagt. Wenn du wieder verirrt bist, wenn du wieder verwirrt bist, weil du Fernsehen geguckt hast, weil du die Zeitung gelesen hast, weil du wieder irgendein altes Buch ausgekramt hast. Hey, diese alten Sachen, die alten Geschichten, Leute, die sind alle voll Bedingungen, die sind alle voll Vorgaben. Alles, was die sagt, das ist nur der eine Weg geht, nur der Weg geht. Glaube nicht an Wege, glaube nur an deine Kraft der Vorstellung, dein göttliches in dir. Da gibt es nicht keinen Weg. Da gibt es nur, dass du es nicht tust. Es gibt keine Schritt-für-Schritt-Anleitungen. Es gibt nur Umsetzung. Ja, so einfach wäre es. Und ich weiß, alles in uns sperrt sich dagegen. Und ich kenne das so gut. Diese Sperre und immer wieder wirst du hingeführt und immer wieder nervt's dich und immer wieder sagst du, ich kann nicht, nein. So war das auch bei mir mit diesem Göttlichen. Es war immer irgendwie, alles, er muss kotzen, wenn ich es nur höre. Warum? Weil ich diese ganzen Paradigmen der Kirche, des christlichen Glaubens oder auch des buddhistischen Glaubens, egal welchen Glaubens, ja, der Glaube, der dir eine Bedingung vorgibt, der dir sagt, du musst das machen, um zu, du musst das machen, um zu. Das stimmt nicht.
Das ist nicht wahr und das ist nicht frei. Und alle diese Sachen, die dir klar machen oder die dir irgendwie suggerieren, ja, um das zu erreichen, musst du aber das und das, aber das will ich nicht, ist eine Lüge. Du willst es erreichen? Gut, du kannst es. Du willst das haben? Gut, du kannst es. Du willst dich so fühlen? Gut, du kannst es. Ja, das ist so eine ganz andere Auffassungsgabe. Und die dir einzupflanzen, das ist der erste Schritt in die Freiheit. Dieses Denken ganz rauszunehmen, dieses Denken rauszunehmen, Bedingungen sind da, dieses Denken rauszunehmen, dass es eine Schritt-für-Schritt-Geschichte sein muss, ja. Es gibt ja nur jetzt, ist ja Blödsinn, kann es ja gar keine Schritt-für-Schritt-Geschichte geben, wenn du nur weißt, du hast jetzt diesen jetzigen Moment, jetzt, 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 wo wir hier zusammen sind. Da bist du jetzt, jetzt, jetzt. Jetzt bist du. Jetzt bist du. Und deswegen kommt es darauf an, wer du jetzt bist. Und du entscheidest, wer du jetzt bist. Und das ist großes Training. Und deswegen habe ich dieses große Trainingscamp angeraumt. 1. Juni fängt es an. Du kriegst all mein Wissen, mein ganzes Business Consulting Wissen. Du kriegst alles, was ich als Spezialistin weiß für Business, Betriebswirtschaft, Unternehmensführung, Marketing, Marketingdozentin, alles kriegst du. Und alles, was ich über das Göttliche weiß, alles, was ich über die Spiritualität weiß, alles, was ich über die göttliche Wahrheit weiß, alles kriegst du. Alles mundfertig für dich. Du musst nichts mehr suchen. Alles ist schon da. Also, falls dich das interessiert, frag mich an, aber nur, wenn du sagst, ja, ich bin so ready, ich spüre es, ich bin so ready, ich will nichts von dem Alten mehr haben. Weil dieses Alte, was du hattest, das brauchen wir nicht, das tragen wir nicht in die Zukunft. Du wirst neu geboren. Neu geboren als das, was du schon immer geboren worden bist. Also, es ist keine Neuerfindung, es ist einfach nur diese neue Wiedergeburt in deiner Wahrheit, in deiner göttlichen Wahrheit, in deinem göttlichen Seinszustand. Und das ist für mich die Abkürzung, das ist für mich der allerkürzeste Weg, der einfach dorthin geht, wo wir eigentlich schon immer waren, wo wir aber verblendet waren, es zu sehen. Und dann geht es schnell, ja. Also, ich bin ja Coach geworden, damit es schnell geht für die anderen, damit die Menschen, die mit mir arbeiten, nicht diese wahnsinnigen Umwege immer fahren müssen, sondern damit sie schnell in die Wahrheit und die Klarheit kommen. Und diese göttliche Energie, die jetzt auch noch hilft, das ist so, so wunderbar. Das ist diese Magie, die da ist für uns. Wenn wir uns für diese Göttlichkeit öffnen, dann passieren eben diese Wunder. Dann passiert diese Umprogrammierung vom Unterbewusstsein automatisch, weil sie durch das göttliche Wissen, durch die göttliche Energie überschrieben wird. Und das passiert wirklich, aber nur, wenn du es zulässt. Genau. Also, ihr Lieben, jetzt habe ich aber genug gelabert, jetzt muss ich hier weitermachen. Morgen ist Muttertag, ja, morgen ist Muttertag für alle Mütter. Lasst euch feiern. Lasst euch jetzt diese göttlichen Mütter feiern. Nehmt's an, nehmt diese Liebe an, die da ist und tragt sie wieder raus. Und dann wird alles gut. Ja, für die, die sich melden wollen, ich habe hier einen Post gemacht, du schreibst eine private Nachricht. 1. Juni geht's los, aber das ist wirklich tief, 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 absolut transformativ. Metamorphosis angesagt. Es bleibt nichts beim Alten. Wir werden dich zur göttlichen Unternehmerin machen. Sorry. Männer nehme ich noch nicht mit. Wer weiß es schon. Ich habe mich jetzt als Frau qualifiziert. Ich glaube, es gibt wahnsinnig viele tolle Männer da draußen. Ich habe gesehen, der Reinhard hat zugeschaut. Der ist sicher einer von denen, die die Männerwelt an die Hand nehmen. Männer geht auch. Göttliche Unternehmer, stell es mal vor, der göttliche Unternehmer, dieses Mastermind, welcher Mann da draußen möchte das anführen? Das ist so wow, stellt euch vor, die göttliche Unternehmerin und der göttliche Unternehmer, das ist nur das einzige Weltbild, was es gibt, was uns begleitet. Wuhu, ich werde schon ganz, ganz begeistert, weil das die Wahrheit ist und die Wahrheit begeistert immer. Wahrheit begeistert immer, merkt ihr das? Also, schönen Tag, schönen Sonntag. Tschüss, tschüss.